Ich bin heute zu Gast bei Professor Dr. Thomas Rau. Er ist der leitende Arzt des Zentrums Biomed Sonnenberg in Schwelbrunn. Das ist ein kleines Dorf im Kanton Appenzell in der Ostschweiz. Und er ist ein Pionier in der Schweiz für biologische Medizin. Und ich möchte dir danken für das Interview, dass du uns die Zeit schenkst, dass wir über das Thema, das wichtige Thema biologische Medizin sprechen dürfen zusammen. Herzlich willkommen, Thomas. Kannst du uns kurz erzählen, wo du aufgewachsen bist, in dieser hügeligen Gegend hier, oder wo war deine Kindheit? Meine Kindheit war hier, also nicht in diesem Dorf, aber in diesem wunderschönen Voralpengebiet. In Teufen bin ich aufgewachsen, in die Schulen gegangen und dann in St. Gallen. Mhm. Also ich bin lokal und das ist hier in dieser Gegend auch noch recht wichtig. Also hier ist alles eben noch klein und in dieser Atmosphäre bin ich aufgewachsen, obwohl sie sich sehr stark verändert hat. Ja. Die Appenzeller gelten ja als besonderes Volk in der Schweiz. Hast du davon etwas mitbekommen? Natürlich, natürlich. Also wenn ich mit meinem lieben Klassenkameraden noch zusammenkomme, rede ich auch Appenzeller Deutsch, soweit das noch Deutsch ist. Und ja, also wir sind schon sehr speziell. Ich denke halt einfach so, die Mentalität der Landbevölkerung ist hier das selbstständige Denken. Ich glaube, das ist schon auch eine Basis dessen, was wir halt eben in unserer Medizin auch brauchen. Ja, was heute mehr und mehr verboten ist, selbstständig genau zu denken. Kannst du uns genau etwas erzählen über deine Familie? Hast du Geschwister? Oder? Ja, ich habe zwei Geschwister. Ich bin der Jüngste, obwohl ich schon so alt bin. Aber die leben auch beide noch. Und ich bin, wie gesagt, aufgewachsen. Wir waren eine industrielle Familie. Also ich bin der einzige Arzt weit herum in meiner Familie. Auf beide Seiten, Großeltern waren alles Textilunternehmer. Und so bin ich in dieser Situation halt auch dann schon recht international aufgewachsen. Mhm. Halt eben im Aber kleinen Dorf. Eben von den Eltern oder so hast du keinen Bezug zur Medizin bekommen? Nein, überhaupt nicht. Wie kam dann dein Interesse für Medizin? Mein Interesse für Medizin war, ich weiß es eigentlich auch nicht, wie entscheidet man, was man studiert? Ich weiß es eigentlich nicht mehr. Meine Großmutter, die hatte hellseherische Fähigkeiten und die hat gesagt, du wirst mal Arzt, das sehe ich deinen Händen an. Das hat sie mir mit 4-jährig gesagt. Und so hat sich das dann begleitet auch und ja, hat sich einfach entwickelt. Also ein bisschen zufällig in die Medizin dann gekommen? Ich denke zufällig. Ja. Und ja, für mich war klar, dass ich nicht ins Unternehmen meines Vaters einsteigen werde. Das war nicht meine Welt. Und so ist es halt gekommen. Ja. Wo hast du dann Medizin studiert? In Bern. Auch das war außergewöhnlich für einen Ostschweizer, dass man in Bern, das war damals noch eine viel humanistischere Universität als Zürich. Ähnlich auch Basel war ja auch schon eine bessere Universität, sage ich halt heute. Aber das war damals wirklich noch anders, als es heute war. Und ja, ich bin sehr froh, dass ich in Bern habe studieren dürfen. Hast du schon während des Studiums gespürt, dass dich die biologische Medizin auch interessiert? Oder war das damals noch überhaupt kein Thema? Nein, das war kein Thema. Als Student weiß man eigentlich gar nicht, was das ist, biologische Medizin. Also das haben wir ja sowieso erst später definiert, diesen Begriff. Aber für mich war von Anfang an klar, ich werde Allgemeinpraktiker. Weil der Mensch in seiner Gesamtheit muss erfasst werden. Und das begleitet sich bis heute. Ja. Dann, was ist dein Facharzttitel, ganz ursprünglich? Mein Facharzttitel? Ich habe keinen Facharzttitel. Ich bin Arzt für allgemeine Medizin. Und ja, das ist mein Facharzttitel. Und ich bin aber eigentlich internistisch ausgebildet. Ja. Rheumatologisch. Ich habe eigentlich zu viel rheumatologische Jahre gemacht. Ja. Auch in der Assistentenzeit
Hast du noch keinen Bezug zur biologischen Medizin gehabt? Nein, ich habe erst in meiner Praxis, komme ich dann noch drauf, habe ich Bezug zur biologischen Medizin oder zur Ganzheitlichkeit in der Medizin, habe ich dann Bezug gekriegt. Nein, ich war eigentlich Rheumatologe von meiner Ausbildung her. Aber ich habe nicht den Titel FMH Rheumatologie. Also du hast dann ganz normal begonnen als Hausarzt? Ja, ich habe vor 40 Jahren, genau jetzt vor 40 Jahren, habe ich eine unglaublich prägende Gelegenheit gekriegt, nämlich eine Hausarztpraxis in Walzenhausen in einem kleinen Dorf im Appenzellischen zu übernehmen. Also nicht weit von hier. Nicht weit von hier. Und auch mit so schöner Aussicht. Genau, auch die Aussicht, auch die, denke ich, recht ähnliche Mentalität der Menschen und so. Das zieht mich auch heute noch an. Gut, aber jetzt hast du eine Hausarztpraxis gehabt. Ich nehme an, die war gut frequentiert, da hattest genug Arbeit. Was ist denn passiert? Kannst du das uns erzählen? Irgendwie hast du dich begonnen zu interessieren für komplementäre Methoden. Wie kam das? Ja, da war, ich will jetzt nicht zu weit rausschweifen, da war ein Förderer von mir. Das war der Ulrich Jüstrich von der Firma Just. Und die hatten ein Kurhaus gekauft, das war ein Unternehmer, der hat mich auch sehr an meinen Großvater erinnert, der war so ein richtiger Unternehmer. Und der hat halt einfach noch ein Kurhaus gekauft und hat einen Arzt gesucht und hat dann mich gefragt. Und das hat mich sehr geprägt. In diesem Walzenhausen, das Kurhaus Walzenhausen, hat das geheißen. Und da hatte ich Gelegenheit, in einer Institution mit 110 Betten das zu übernehmen, die ärztliche Leitung, neben der Praxis. Das war dann schon ziemlich viel Arbeit. Und das war ein komplementäres Haus, wo Medizin gemacht wurde? Ja, das war kein komplementäres Haus, sondern ein Haus für Rehabilitation, wo halt eben Hüftprothesenpatienten gekommen sind oder auch Herzinfarktpatienten. Das war damals noch alles so zusammen. Und je länger, je mehr, das war halt meine Neigung, habe ich rheumatologische Patienten gekriegt. Ich war dann, denke ich, auch bekannt dafür. Und da kamen halt sehr viele Polyarthritis-Patienten oder Bechterew und so weiter. Und dann kam die Wende. Die interessiert uns jetzt. Weil, ganz ehrlich gesagt, die wurden nicht viel besser mit meinen Methoden. Und die kamen zwar brav wieder, nächstes Jahr, man hat dann so 3 Wochen Kuren gemacht damals, die kamen wieder und waren aber eigentlich nicht besser. Ja, und immer mehr haben mir dann Patienten gesagt, aber Sie, da muss man doch mal entsäuern oder denken Sie wirklich, die Ernährung hat keinen Einfluss und so weiter. Solche Fragen haben die Patienten mir und oder haben gesagt, ja, jetzt war ich schon 4-mal bei Ihnen, wir kennen uns schon seit x Jahren und jetzt habe ich dies und jenes gemacht und jetzt geht es mir besser. Ja, sau dumm. Also bei mir ist es nicht besser geworden. Ja, was? Und da bin ich wahrscheinlich ein Arzt, der anders ist als andere, weil ich dann gefragt habe, ja, was haben Sie denn gemacht, lieber Patient? Ja, dann hat er gesagt, ja, ich war da in Österreich bei einem Arzt und der macht halt so mit dem Stoffwechsel und Diät und Entsäuerung. Ja, was? Übersäuert, was? Ja, wer war denn das? Hab den Telefonhörer genommen am Abend, Herr Kollege, wir haben einen gemeinsamen Patienten. Was haben Sie denn mit dem gemacht? Der ist nach Jahren meiner Behandlung bei Ihnen gewesen, 3 Wochen, und es geht ihm besser. Was haben Sie gemacht? Ich stelle heute leider fest, dass ich nie gefragt werde von den Patienten, denen es viel besser geht. Was haben Sie denn gemacht? Die erste Fragen manchmal, aber wenn dann die Antwort nicht ins Schema passt, dann interessiert es Sie nicht weiter. Ja. Das ist meine Erfahrung. Genau, nur nicht außerhalb der Box denken. Das wird immer schlimmer heutzutage. Ja.
Und so habe ich mich halt dann je länger, je mehr informiert bei solchen Kollegen. Meine Frau hat mich total unterstützt und während 10, 15 Jahren haben wir unsere Ferien bei solchen Ärzten verbracht. Bin ich halt hier und da formulieren gegangen. Genau, das wollte ich jetzt fragen. Also ich finde das spannend, du bist eigentlich durch die Patienten zur natürlichen Medizin gekommen. Ja. Nicht aus fachlichen Gründen. Aber jetzt, es gibt ja kaum Ausbildungsmöglichkeiten hier bei uns in der Schweiz oder Deutschland, wo man biologische Medizin lernen kann. Wie hast du dann dein Fachwissen bekommen? Ja, wenn man, das weißt du ja ebenso wie ich, weil du bist ja auch so ein alter Hase in der Szene, aber es gibt schon Literatur, es gibt schon Kurse und es gibt auch Kollegen, die das machen. Man muss nur sich selber wirklich bemühen, dass man das lernt. Aber am Schluss, man lernt etwas Neues, man integriert was Neues, aber der wirkliche Lehrer, und das gilt für mich bis heute, ist mein Patient. Ja, absolut. Von denen lerne ich, was wirkt, was nicht wirkt. Und die sagen es mir am ehrlichsten. Mhm. Ja. Aber heute ist ja die Nachfrage auch bei Patienten nach biologischer Medizin nimmt zu, das ist mein Eindruck. Und dann ist es umso wichtiger, dass eben Ausbildungsmöglichkeiten für interessierte Ärzte bestehen. Hast du da den Eindruck, das hat sich verbessert? Es hat sich mehr institutionalisiert, würde ich sagen. Also es gibt nach wie vor leider im europäischen Bereich keine oder Raum gibt es keine wahren Ausbildungsstellen für was wir biologische Medizin nennen. Es gibt für Neuraltherapie, für Akupunktur, für chinesische Medizin, für dies und jenes, für Homöopathie gibt es sehr gute Kurse. Du weißt ja, dass ich auch selber sehr viele Kurse gebe oder bis Corona gegeben habe. Und das gibt es schon, aber man muss sich das unglaublich mühsam selber zusammenstellen und selber halt erkundigen. Also kann man eigentlich sagen, du hast dich selbst autodidaktisch ausgebildet? Ja, eindeutig. Ja. Okay. Ja, also autodidaktisch nicht, weil ja die Patienten mich gelehrt haben. Ja. Aber ja. Es gibt leider keine Lehrstühle, oder, für biologische Medizin. In Amerika gibt es ja den Naturopathic Doctor. Ja. Kann man studieren, das gibt es in Europa praktisch nicht. Genau. Ich durfte ja längere Zeit Dozent sein in der Arizona Naturopathic College. Und das ist die zweitgrößte Schule. So. Und das ist ganz was anderes. Es sind aber leider dort praktisch keine Ärzte, das sind alles Naturopathen. Ja. Bei uns würden sie Health Practitioner, also Heilpraktiker genannt. Ja. Es ist sehr schade, aber in Amerika kann man immerhin den Doktortitel für naturopathische Medizin kann man sich erwerben. Gut, ich denke, das war der Einstieg. Herzlichen Dank, Thomas, für deine Auskünfte. Wir werden uns wiedersehen. Wir werden weitere Themenblöcke miteinander besprechen zum Thema biologische Medizin. Ich hoffe, Sie sind dann das nächste Mal auch wieder dabei. Also herzlichen Dank dir, Danke Thomas, dir. Und auf Wiedersehen.